Mich schreiben ab und zu Geschwister an mit der Idee, die Erde sei eigentlich flach. Und das würde auch der Koran sagen. Und Schuld daran, dass die ganze Welt heute das Gegenteil glaubt, nun, das sind die Lügen der NASA. Nun, zum einen sagt der Koran das ganz sicher nicht. Vielleicht gibt es Verse, die mal irgendjemand so interpretiert hat. Gut, das kann sein. Aber ganz sicher sagt er das nicht so in dieser Form. Und zum anderen hat die NASA auch nichts damit zu tun, dass die Menschheit heute von der Kugelgestalt der Erde überzeugt ist. Davon ist man schon lange vor der Existenz der NASA ausgegangen. Und der Grund dafür ist simple Physik. Nicht Bilder, die irgendeine Weltraumbehörde vermeintlich gefotoshoppt hat. Aber wie dem auch sei. Es gibt Leute, die halt der Meinung sind, die Erde wäre tatsächlich eine Scheibe. Eine Scheibe mit einem Rand, über den man dann wahrscheinlich auch fallen könnte, wenn man sich nur weit genug herauswagt. Und auch wenn ich diese Idee schräg finde, stört es mich auch nicht großartig, wenn es jemand glaubt. Die Idee, dass es keinen Gott gibt und das Universum einfach so existiert, finde ich ja auch schräg. Und trotzdem komme ich mit Menschen gut aus, die das haargenau so sehen. Jetzt stelle ich mir aber mal vor, ich verkünde, dass ich eine Kreuzfahrt unternehme. Weit raus, einmal um die Welt, in die entlegensten Gebiete. Und jetzt kommt zu mir einer und sagt ganz aufgeregt, mach das nicht! Du wirst über den Rand der Erdscheibe fallen. Mach das nicht. Ich warne dich vor einem Sturz in den Abgrund. Vielleicht ist das auch ein gut gemeinter Ratschlag. Und das würde ich dann auch einfach so zur Kenntnis nehmen. Gar kein Problem. Aber von meiner Reise würde mich das wahrscheinlich nicht abhalten. Denn ich glaube das ja gar nicht, dass es einen Rand der Erdscheibe gibt, über den ich überhaupt fallen könnte. Und die Tatsache, dass er daran glaubt und mich davor warnt, macht es ja für mich nicht anders. Gut, das ist halt sein Ding. Und es stört mich auch nicht großartig, wenn er glaubt, dass mich das Schicksal eines tiefen Sturzes mit meinem Schiff ereilt. Ich vermute mal, dass es den meisten Menschen auch so gehen würde. Sie würden wahrscheinlich eine solche Warnung nicht besonders ernst nehmen, sondern lediglich zur Kenntnis nehmen, ja, dass es halt Leute gibt mit aus ihrer Sicht seltsamen Vorstellungen. Komischerweise verschwindet diese entspannte Haltung im selben Moment, wo es um Religion geht. Da gibt es jetzt keinen Rand der Erdscheibe, vor dem man die Menschen warnt. Nein. Aber durchaus viel ernstere Konsequenzen. Und zwar im Jenseits. Und ganz konkret, zumindest in unserer Religion, zählt dazu auch die Ewigkeit an dem wohl schlimmsten Ort, den man sich vorstellen kann. Ein Ort namens Jahannam. Oder auf Deutsch die Hölle. Ja, das gehört auch zu unserer Religion. Und man findet die Warnung davor im Koran. Und auch der Prophet Mohammed hat sich in deutlichen Worten über dieses Thema ausgesprochen. Was ich jedoch nie verstanden habe, ist, warum es Menschen gibt, die sich so sehr daran stören. Ich meine ganz im Ernst, was interessiert es dich, was irgendjemand auf der Welt über dein Schicksal im Jenseits glaubt? Wenn du überzeugt davon bist, dass das Unsinn ist, dann nimm das doch ganz entspannt zur Kenntnis. Irgendjemand glaubt, dass dir etwas droht, von dem du sicher bist, dass es nicht passiert. Wo ist der Unterschied zu jemandem, der dich vor einem Sturz über den Rand der Erdscheibe warnt? Genauso entspannt gehe ich auch damit um, wenn ein Christ mich warnt vor meinem Schicksal im Jenseits, wenn ich nicht Jesus als meinen Retter akzeptiere. Ich weiß, dass er das glaubt. Aber ich bin auch genauso überzeugt davon, dass er sich irrt. Die Aufregung darum habe ich tatsächlich nie verstanden. Aber was nicht ist, kann er vielleicht noch werden. Vielleicht kommt er tatsächlich irgendwann einmal jemand aus der Fraktion, die es nicht aushalten kann, wenn eine Religion etwas Unangenehmes über ein Jenseits beschreibt, dessen Existenz vehement bestritten wird. Und erklärt mir, wo genau das Problem liegt. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.